Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen, Füchse natürlich, und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 3. So, wir waren im letzten Part in das Innere der Burg vorgedrungen und werden jetzt erstmal einen kleinen Plausch mit dem guten Varek starten. Noch so einer von der Sorte. So sieht das. Wer zum Teufel hat dich hier reingelassen? Dein Anblick erzürnt mich, Morra. Ja, sorry, Bruder. Was ist das Problem, Junge? Was ist dein Problem? Dein feiges Volk hat mir bisher nur Ärger bereitet. Die Rebellen des Königs verstecken sich in Höhlen und Wäldern, kämpfen vornehmlich aus dem Hinterhalt. Ja, wir sind clever. Jedem offenen Kampf gehen sie aus dem Weg. Unzählige Männer deines Volkes kämpfen und arbeiten für unsere Sache. Als Söldner kämpft ihr in unseren Arenen und unterjocht euer eigenes Volk. Ich kann das nur zutiefst verachten. Aber du nutzt es natürlich trotzdem, ich sag euch, auch wenn wir das machen würden, am Ende würden die uns doch bumsen, die Orks. Ganz ehrlich, das ist ja auch erbärmlich, wenn man mal ehrlich ist, ne? Wie läuft's denn so mit den Ausgrabungen? Wie laufen die Ausgrabungen? Unsere allumfassende Suche nach den göttlichen Artefakten sollten dich nicht interessieren, Morra. Es wäre besser für dich, wenn du deine Aufmerksamkeit der Sicherung der Stadt widmest. Ja, Ansichtssache, ne? Ohne die Söldner würde diese Stadt zusammenbrechen, Junge. Ohne die Söldner würde diese Stadt zusammenbrechen. Sei nicht so vermessen, Morra. Nur unserem Wohlwollen habt ihr es zu verdanken, dass ihr weiterleben dürft. Du scheinst einige Erfahrungen mit den Rebellen gemacht zu haben, und nicht unbedingt gute. Du scheinst einige Erfahrungen mit Rebellen gemacht zu haben. Allerdings, sie lauern wartend vor den Toren der Stadt auf eine Gelegenheit, diese Stadt zurückzuerobern. Unzählige Male haben wir ihre Stellungen schon zerschlagen, doch sie erneuern sie immer wieder. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie ihren Nachschub aus einem großen Rebellenlager namens Okara erhalten. Ich würde dieses Nest zu gerne ausheben, wenn ich wüsste, wo es liegt. Tja, ich könnte dieses Lager für dich ja ausheben. Ich könnte das Rebellenlager Okara ausheben. Ich habe von einem wie dir auch nichts anderes erwartet. Wenn du Okara findest und es dem Erdboden gleich machst, wirst du deinen angemessenen Lohn erhalten. Verstehe. Weißt du irgendwas über Xardas? Was weißt du über Xardas? Die viel größere Frage ist, warum der Träger der Macht Belias dich interessiert. Ich kenne ihn. Das behaupten viele. Doch nur die wenigsten sahen ihn wirklich. Sag mir einfach, wo ich Xardas finden kann. Wenn du ihn so gut kennst, dann solltest du wissen, wo er sich am liebsten aufhält. Im Verborgenen, fernab von allem Weltlichen, hat er seinen Turm errichtet. Dahin wirst du deinen Fuß ohnehin niemals setzen, Morra. Ja, das sagst du noch, ne? Was ist mit den kleinen Rebellenvorposten vor der Stadt? Was ist mit den kleineren Rebellenvorposten vor der Stadt? Vernichte sie, wenn du willst. Doch wenn aus Okara immer wieder neue Rebellen hier auftauchen, hilft uns das gar nichts. Geh und erledige erst Okara, bevor du mich mit dem Kleinkram belästigst. Ja, alles gut, ne? Weißt du irgendwas über diese göttlichen Artefakte, Junge? Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du stellst so viele Fragen über Dinge, die dich nichts angehen. Selbst wenn mir die Macht dieser Relikte des alten Volkes bekannt wäre, würde ich sie nicht mit einem Söldner teilen. Das ist nicht nett von dir. Schade, ich dachte, wir wären Kumpels, Alter. Guck mal hier. Hab ich die ganze Zeit bewundert, dieses Fenster hier, das sieht ja mal richtig geil aus. I like. Das ist aber schon echt ganz schön heftig, auch vor allen Dingen für diese damalige Zeit. So ein Effekt. Nicht schlecht. So. Okay, dann waren wir hier drin, glaube ich, soweit durch. Gibt es noch eine obere Etage oder sowas? Ne. Es gibt hier zumindest. Hoppala. Ich wollte euch nicht über den Tisch laufen, ne? Alles gut. Hier gibt es keinen oben, aber hier hinten gibt es noch einen oben. Wir können mal hier noch mal ein bisschen gucken. Wir suchen nämlich immer noch den einen Ork, der faul ist. Chill bestimmt da oben irgendwo rum. So, mal sehen. Hier ist nichts. Was geht hier drin so ab? Ist hier irgendjemand? Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Das sieht, glaube ich, keiner, wenn ich die knacke. Das merkt keiner. Das merkt keiner. Die nehmen wir so mit. Zack. Hier sind in letzter Zeit ziemlich viele Dinge abhanden gekommen. Nee, ich glaube, das konnten wir safe machen. Normaler Krieger. Noch ein normaler Krieger. Hier geht's gleich hoch. Da gucken wir gleich mal. Aber erstmal hier nochmal lang. Krieger. Krieger mit einem Pisseimer. Falls er mal pissen muss. Ah, hier geht's rein. Guck mal. Was haben wir denn hier?
Chillt hier irgendwo so ein Ork rum? Schön erstmal die armen Sklaven hier ausrauben, ne? Die sich ihr letztes Hab und Gut neben ihre Betten gelegt haben und dann kommt hier der Fuchs lang und nimmt denen das auch noch weg. Richtig übel. Richtig übler Typ. Aber es dient ja einer guten Sache. Ich will sie ja befreien. Ne? Das ist beschämend. Halt! Oh oh. Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Hupala! Ja, noch ist alles grün. Alles gut. Gut, das ist ihm aufgefallen, dass ich da Sachen geklaut habe. Was ist das? Jetzt ist plötzlich ein Stock im Kackeeimer drin. Ich glaube, der hat ein bisschen Probleme im Stuhl, habe ich das Gefühl. Das ist, glaube ich, nicht normal. So. Gut, wir gehen mal weiter hoch. Gucken, ob der hier oben... Der ist bestimmt auf dem Dach hier oben und chillt darum. Komm, wenn ich mich irgendwo verstecken würde, weil ich faul bin. Jawohl, da legt er sich lang, der Junge. Da ist er. Ist ja unfassbar. Ich quicksave mal eben. Da ist er. Runter von meinem Turm. Hast du den Turm gepachtet? Eine dicke Lippe kannst du bei den Pfeifen in der Arena riskieren. Ich ziehe dir das Fell über die Ohren, wenn du nicht verschwindest. Nur kein Stress, ich bin schon wieder weg. Hier sind wir unter uns. Zeig mal, was du drauf hast. Hier sind wir unter uns. Zeig mal, was du drauf hast. Na schön, du hast es ja so gewollt. Niemand besiegt mich, Morath. Ich sehe Hollek irgendwie schon den Turm runterklötern. Hollek will's wissen, ja. Niemand besiegt mich, Morra. Hat doch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Und habt ihr gleich mal deinen Schnaps geklaut. Und wenn ich mich beeile, hier noch ein Waffenbündel, das nehmen wir auch noch mit. 20 Stück, Alter. Scheiße, Bruder. Irgendwas mit dem Eimer. Ich glaube, das soll eigentlich der Holzgriff sein, aber der ist ein bisschen überdimensioniert. Da ist was schiefgelaufen. So, wach mal wieder auf, Junge. Komm, so schlimm war es doch jetzt nicht. Komm, Vollek. Ich könnte deine Truhe noch leer räumen, aber da warte ich, bis ich hier anfange, Ramazama zu machen, ne, in dem Ort. Genießen wir so lange ein bisschen die Aussicht. Meine Knochen. Jo, Vollek, Junge. Na gut, du hast mich umgehauen. Was heißt das schon? So, du wirst schon gesucht. Du sollst im Burghof kommen. Nein, in den Burghof kommen. Du wirst schon gesucht. Du sollst in den Burghof kommen. Und was, wenn nicht? Dann hau ich dir voll das Mund aufs Maul. Geh runter an den Burghof zu den anderen, sonst mache ich dir Beine. Ich gehe. Aber ab jetzt lässt du mich in Ruhe, klar? Ja, ist doch mega peinlich. Stell dir mal vor, der geht jetzt da nach unten. Der dicke Ork-Krieger hat sich, der sich ausruhte, weil er ja so viel Kriegserfahrung hatte, ne? Und dann kommt da so ein Menschendödel und scheucht den herum. Wie peinlich ist das denn? Da bist du bei deinen Ork-Kollegen aber durch, Alter. Da brauchst du dich nicht mehr blicken lassen. Das war's dann. Mit der Zeit werden die sich alle unterwerfen. So, jetzt gehen wir da mal nochmal hoch. Da waren wir auch noch nicht drin. Ich denke, das können wir auch klauen. Das sieht keiner. Hier ist niemand. Niemand wird das erfahren. Und jetzt hätte da oben auf der Brüstung einer stehen müssen. Ich will hier irgendjemand fegen. Na komm schon, Held. Wupp, das schaffst du. Wupp. Da sind ein paar. Moin. Guck mal, die sind uns alle grün und wohlgesonnen. Wir haben das voll im Griff. Genießt ihr die Aussicht, haltet ihr hier Wache? Alter, deine Waffe, die geht durch die Decke durch, Junge. Ihr müsst mal ein bisschen aufpassen, wo ihr mit den Dingern euch hinstellt. Ihr macht hier die Decke kaputt und dann regnet das durch. Gut, ist nicht so schlimm, es regnet ja nicht. Man hört es ja nur. Ist das ein Waffenbündel? Ja, geil. Ich glaube, die dürfen wir ruhig einsammeln. Da meckert, glaube ich, keiner. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Sagen dem Typen eben Bescheid, dass wir uns drum gekümmert haben. Liegt hier noch ein Waffenbündel auf dem Balkon rum? Nö. Dass sie auch hier so Skelette rumliegen haben. Und lassen die auch einfach liegen. Es ist denen einfach egal. Alles für die Deko. Judy, dann sagen wir kurz Bescheid bei dem Kollegen. Der stand irgendwo hier rum. Die Morras sind da selber schuld. Guck mal, da ist er wieder. Oder? Nee, er war das, glaube ich, ne? So, Vollek arbeitet jetzt wieder, Junge. Vollek wird ab jetzt im Burghof zum Dienst erscheinen. Sieh mal einer an. Vollek ist eine harte Nuss. Nicht schlecht für einen Morrer. Ganz und gar nicht. Jemanden wie dich können wir hier gut gebrauchen. Wenn du willst, kannst du bei mir noch etwas trainieren. Danke dir, aber nee, lass mal stecken, ne? Hau rein. Worauf wartest du denn noch? Dann haben wir das auch erledigt. Jetzt
Könnten wir uns um die Kühe kümmern? Das können wir nachts eigentlich machen. Gehen wir kurz pennen, bis Nacht ist. Vorher gehe ich dann mal kurz an den Schrein da. War das auch ein Schrein? Nee, das ist glaube ich nur Deko hier, ne? Ja. Ich habe das für einen Schrein gehalten. Dann gehen wir jetzt eben nicht an einen Schrein, gehen kurz pennen. Oh, geht bei ihm eigentlich noch irgendwas? Nee. Nur es lebe Okara und da gibt's aufs Maul. Was willst du? Was ist Okara? Das lassen wir lieber. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. So. Dann gehen wir kurz pennen. Machen Nacht am und dann... Besten, du hältst dich da raus. Ja, ich hab echt ein Problem damit, mich irgendwo rauszuhalten. Es klappt meistens gar nicht, Alter. Bis Mitternacht schlafen. So. Eieiei, komm schon. Das hat gerade verdächtig gehuckelt. Da quicksave ich doch lieber mal. So. Okay. Warum nicht? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich habe ja bestimmt den Zauber Tiere zähmen. Tiere rufen. Die Magie hetzt die Tiere in seiner Umgebung auf das anvisierte Ziel. Tier zähmen. Das anvisierte Tier gelangt unter die Kontrolle des Helden. Es wird ihm folgen und im Kampf beistehen. Haben wir zweimal. Ist ja schon mal etwas. Wenn das drei oder vier Milchkühe sind, dann geht das schon. So. Oh, das sind aber sehr viele Milchkühe. Eine Menge Milchkühe. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Wenn ich jetzt einen Feuerball nehme und das ganz weit... Ist das auch eine Milchkuh hier? Okay, warte mal. Ich nehme mal jetzt... Wir müssen ein bisschen rumexperimentieren. Ich nehme jetzt einen Feuerball und baller den auf diese Milchkuh. Instant tot. Ah, easy. Okay, da brauchen wir uns ja... Oh, diese Milchkuh ist jetzt ein bisschen nervös geworden. Okay. Nehmen wir natürlich alles mit. Okay. Das scheint die Leute nicht so sehr zu stören. Wer ständig alles rumerzählt, darf sich nicht wundern. Schwein, Schwein, Schwein. Da ist noch eine Milchkuh. Bleib mal ganz weit weg und baller da nochmal wieder ein Feuerball drauf. Okay, auch das scheint keiner gemerkt zu haben. Ehre. Oh Gott, guck dir ihren Euter an. Du bist ja da, aber sehr sicher. Du bist ja da, aber sehr sicher. So, jetzt gucken wir mal. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Was kann denn schon? Da ist noch eine Milchkuh. Okay, warte. Aus Schaden wird man klug. Aus Schaden wird man klug. Da haben wir ein mächtiges Problem. Hier sind zwei Milchkühe. Da ist noch eine. Da sind sehr viele. Ich fange erstmal mit der an. Die anderen beiden werden jetzt aggro. Ich kriege... Oh, nein, nein, nein. Okay, aber die rennen jetzt weg. Wir rennen denen nicht hinterher. Das ist nicht gut. Wir gehen weg. Wir gehen kurz mal weg. Ganz kurz pennen gehen. Mana wieder auffüllen, weißt du. Und dann kommen wir nochmal wieder, ne? Ich glaube, das will ich gar nicht hören. Mal quicksafen. Das klappt, glaube ich, ganz gut so. Dann lässt man die sich jetzt kurz beruhigen. Die kommen auch wieder, weißt du. Und dann kommt man nächste Nacht nochmal wieder und macht dann den Rest platt. Da sind noch zwei Stück. Wenn ich da zwei Feuerbälle schnell hintereinander baller, dann klappt das. Dann klappt das. So, eben kurz ins Bettchen legen. Was ein Game, Alter. So schön. Aber dann sind wir auch gleich hiermit durch und gehen dann schon weiter, ey. Bis Mitternacht schlafen. Zack. Zeit verfliegt. Und dann scheinen wir Tiere zähmen doch nicht gebraucht zu haben. Wäre aber besser gewesen, wenn die nicht weggerannt. Dann hättest du die einzeln nacheinander rausgezogen. Wärst mit denen irgendwo hingegangen, eine stille Ecke. Und hättest sie dann halt platt gemacht, ne? Aber erstmal gucken, ob mein Plan überhaupt aufgeht. Doch da ist noch wieder eine Milchkuh, die sich jetzt wieder hinlegt. Siehst du, sie ist wieder zurückgegangen. An ihren Ursprungsort. Das ist sehr schön. Aber die sind nicht alle wieder da, oder? Nee, nee, die sind tot. Okay, ich wollte gerade sagen, Alter. Sehr schön. Interessiert auch keine Sau hier, dass ich die ganzen Kühe abfackel, ne? Das ist denen egal. So. Und jetzt müssten da noch zwei Stück über sein. Glaube ich. Mal eben sehen. Oder nur noch eine? Nur noch eine. Ist die letzte. Na dann. Es scheint doch noch eine zu geben. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte.
irgendwann ist auch mal das wieder vorbei. Wo gibt's denn hier noch eine Milchkuh? Irgendwo scheint noch eine versteckt zu sein. Wahrscheinlich hier oben irgendwo oder so. Da ist noch eine. Okay, das scheint doch die letzte zu sein. Mal sehen, ob ich noch genug Mana für den Feuerball habe. Es darf doch nicht wahr sein. Okay, warte, jetzt muss ich mir mal so eine... Jetzt muss ich mir mal so eine Mana-Pflanze reinziehen. Das hilft jetzt nichts. Oder Mana-Tragen. Kann man sich auch mal gönnen, komm. Was soll's? Null. Okay. Das war immer noch nicht die letzte Milchkuh. Okay. Es gibt noch mehr. Das nimmt kein gutes Ende. Ein wichtiges Problem. Das hat uns gerade noch gefehlt. Okay, wo sind hier noch mehr Milchkühe? Huhn, 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 eine Menge Hühner. Jetzt sag mir bloß nicht, dass eine irgendwie komplett abgegangen ist. Vielleicht ist etwas weiter vorne noch eine. So nicht weiter. Dann sag ich mir auch, dass das so nicht weitergeht. Ich glaube, eine hat sich davon gemacht. Die war bestimmt hier am unteren Bereich des Hügels. Am Chillen und ist dann in den Wicken. Also wir hatten es damals, dass eine komplett in den Wicken gerannt ist. Die war dann komplett weg. Huh. Also ich sehe weit und breit keine Milchkuh mehr. Wir könnten jetzt zum Testen, weil die ja wieder respawnen, nochmal wieder kurz pennen gehen. Dann nochmal wiederkommen und dann nochmal den Hof absuchen, ob da jetzt noch irgendwo eine Milchkuh ist. Das geht theoretisch auch tagsüber, weil es dürfte jetzt nur noch eine sein. Die dürfte tagsüber wieder da sein. Lass mal eben kurz gucken. Ich würde das jetzt schon noch gerne abschließen, ne? Mit den Milchkühen, das gibt's ja wohl nicht. Ah, dann ist es auch vorbei. So, ich gehe mal kurz wieder pennen, bis zum nächsten Tag. Schön bis morgens. Und gehen wir kurz mal Milchkuh-Inspektion machen, ne? Man muss ja auch mal gucken, dass es den Eutern gut geht. Einmal ein bisschen Euter streicheln. Gucken, wie voll die sind. Vielleicht muss ja Milch rausgepumpt werden, ne? Da muss man sich schon drum kümmern. Das geht so nicht. Kurz mal quicksafen. Am besten, du hältst dich da raus. So. Wenn einer von euch noch eine lebende Milchkuh sieht, bitte schreien. Ist das da hinten eine? Das ist ein Schwein. Ein Bartschwein. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Einige Dinge, die ändern sich nie. Ich weiß, Mann, ich weiß. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Da muss noch irgendwo hier eine sein. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Wo ist das letzte Vieh? Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Oder die sind alle tot und es gab einfach nur keine Anzeige. Aber das glaube ich nicht. Es gibt immer eine Anzeige. Also bis jetzt gab es immer eine Anzeige. Ich bin in Sorge. Ich glaube, wir haben eine Milchkuh verloren. Kann das sein? Ich hatte da eigentlich ein sehr gutes Gefühl. Tja, ich gehe mal eben zu den Rebellen und frage mal nach, aber ansonsten sehe ich da jetzt gerade ein Problem auf uns zukommen, denn gefühlt sind die alle tot. Vielleicht ist einer abgehauen und chillt hier. Hier siehst du ja auch ein Huhn, das abgehauen ist, ein bisschen weiter weg, aber so weit weg ist die Kuh nicht gegangen. Ich weiß, ich habe mal eine komplett bis nach Meppen in den Wald gejagt, das weiß ich noch. Die kam aber, glaube ich, nie wieder zurück und die haben wir irgendwann... beim Questen durch Zufall mal gefunden. Ja, 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 ist doch gut, Leute. Bleibt mal ein bisschen entspannt. Ich kann nicht mehr. Ja, nichts mit Kühen, ne? Oh, hier, Waffenbündel. Sehr schön. Habt ihr noch mehr Waffenbündel hier rumliegen? Ich nehme euch die alle ab. Ihr braucht die ja nicht. Da ist noch eins. Rebell. Tja, scheiße, Bruder. Keine Ahnung, wo die letzte Kuh ist. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ja, Hahn, ist gut. Also, ich würde vorschlagen, da die letzte Kuh wahrscheinlich jetzt erstmal weg ist, machen wir erstmal weiter, wa? Und kommen dann eines Tages wieder in der Hoffnung, dass wir sie finden werden. Aber die ist jetzt hier in nächster Umgebung, ist sie nicht mehr. Die ist vielleicht in den Wald gerannt, das kann sein. Wir können nochmal einen kleinen Abstecher reinmachen, aber ansonsten gehen wir erstmal weiter. Meine Lieben!
Wir machen jetzt aber erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.